Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Folge von Paper Mario Origami King. Wir sind gerade im Wasserberg am Enton und stehen gerade vor dem Bass, also dem Wasserberg am Enton. Also wir sind gerade beim Tempel und da wartet jetzt der Wasserberg am Enton. Und ich bin gespannt, ob der wieder... guck mal, die bewegen sich hier einfach, die Bretter. Ob der jetzt auch wieder neue Kampfmechaniken einbindet oder sonst was. Wir hatten schon im Tempel eine andere Mechanik gefunden. Nämlich, dass da einfach so ein Faltkreis erschienen ist. Ich bin gespannt, ob das... Das Wasser sieht gut aus. Sorry. Aber ich bin gespannt, ob jetzt bei dem Boss auch wieder was ganz anderes ist. Das Wasser sieht wirklich gut aus, ne? Hä, das passt so gar nicht wieder rein in dieses Spiel. Das ist aber irgendwie typisch, weil bei dem ersten, bei dem Erdpergamentor, da passte dieses ganze Erdekram, also die Grafik davon, auch nicht wirklich in den ganzen Stil von dem Spiel rein. Ah, das ist das Wasserpergamentor. Aber jemand hat es so zusammengefaltet, dass es gar nicht mehr wie die Statue aussieht. Komm schon, Mario, wir müssen das hier wieder gerade biegen. Gerade biegen, haha, weil da Origami ist. Und wieder ein Drache. Der erste Pergamenton war auch so ein Drache. Sind die jetzt immer... Also, naja. Der erste hatte, glaube ich, keine Flügel, ne? Aber die sehen schon sehr ähnlich aus. Aber diese Pergamentons sind ja auch eigentlich nur so Mini-Bosse, von denen man halt dann diese Faltkreise da bekommt. Und die richtigen Bosse sind dann halt wie beim ersten dieser Anstifter da. Okay, es ist genauso wie das erste Pergamenton. Das heißt, wir haben wieder unseren Kreis hier in der Mitte, den wir richtig anordnen sollen. Und dann müssen wir ihn angreifen. Aber man sieht, der hat so Wasserteile an sich dran. Jetzt ist die Frage, ob man diese Wasserteile angreifen soll oder was genau man machen soll. Wir können ja mal einen Tipp mitnehmen. Und jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich genau machen will. Eventuell möchte ich noch was aktivieren. Ja, ich glaube, aktivieren ist ganz geil. Ja, ich glaube, damit bin ich zufrieden. Let's go! Die Abwasch. Nein, wasch doch nicht meine Dinger weg! Okay, jetzt wissen wir auch, was seine Wellen da machen. Die gehen halt zur Seite raus und nehmen auf den Weg dahin die ganzen Sachen mit, die auf dem Kreis halt drauf sind. Ist ja unser Anliegen jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem. Fliegt das Wasserpergamenton, bringt es mit einem Sprung zu Boden und setze mit dem Hammer nach. Okay, also erst anspringen, aber ich habe jetzt hier schon mein Pergamentorteil. Ist das schlimm? Erdpergamenton, erscheine! Ich glaube, das ist das Stärkste, wenn wir das so machen. Okay, der Erdpergamenton sieht doch so gar nicht aus wie der Wasserpergamenton. Die sehen einfach nur gleich aus, weil die halt Origami sind. Macht ja auch Sinn. Huch, aber guck mal, da sieht das anders aus. Was macht er denn jetzt? Okay, läuft bei dir? Macht das überhaupt Damage? Nee, ne, weil er fliegen kann. Wir haben ihn nicht getroffen, weil er fliegen kann. Und er macht einfach den Flugbiss. Nicht den Flugbiss. Au, nee. Und er greift zweimal an? Yo, nee, warte. Nee, macht er doch nicht. Okay, das Erdpergamenton hat gar nichts gebracht. Das hätte was gebracht, wenn das Wasserpergamenton auf dem Boden gewesen wäre. Spuckt er uns jetzt nochmal an? Kommt dir das Wasserpergamenton auch ein klein wenig aufgebläht vor? Er hat das Wasser aufgesaugt wie ein Schwamm. Ein super böser, fieser Killerschwamm. Wasserkopf, Schwammkopf oder so. Okay, also wir müssen ihn erstmal runterbringen von seinem hohen Ross. Dann bringen wir noch mal zwei. Nee, mal zwei bringt mir gar nichts, ne? Dann einfach ein Angriffsteil. Ja, let's go. Einfach einmal angreifen, damit er einmal auf den Boden kommt. Auf den Boden der Tatsachen müssen wir hier zurückbringen. Die Tipps bleiben immer dieselben. Ey, guck mal, ich hab's sogar aktiviert. Will ich aber jetzt gar nicht einsetzen. Ich will weitergehen. Nein, lass mich weitergehen. Obwohl, die 1000 Arme, die bringen wahrscheinlich sogar mehr. Ah, die kann ich einfach wegschlagen. Daneben, verflixt. Dann können wir den Plan wohl vergessen, es mit den Faltarmen aus der Luft zu fischen. Ey, das ist ja richtig der gemeine Boss. Ich wollte das Faltding ja gar nicht mitnehmen. Aua, der macht so viel Damage. Okay, der ist schon heftiger drauf auf jeden Fall. Und der bläht sich immer weiter auf. Ich habe richtig Angst, was passiert, wenn er voll aufgeblasen ist. Explodiert er dann einfach und bringt sich selber um. Das wäre sehr witzig. Wir machen das jetzt auf ganz safe. Greif ihn einfach von vorne an. Wir können auch eine weitere Aktion hier mitnehmen. Und wir sollen ihn ja erstmal aus der Luft fischen. Einfach mit den Glitzerstiefeln. Attack! Und dann einfach nochmal. Beim zweiten Mal hätten wir ihn eigentlich mit dem Hammer treffen sollen wahrscheinlich, ne? 1, 2, 3, 4. Okay, zumindest 9 Damage gemacht. Und nochmal. Jetzt ist er auf dem Boden. Das heißt, jetzt wäre eigentlich besser gewesen. Wir kriegen... Die Glitzerstiefel bringen uns sogar Geld ein, wenn wir das gut timen. Das ist ja mega gut. Oh, der macht so viel Damage. Du erwischst mich nie. Ich bin Ninja Mario. Und noch eine zweite Aktion mit. So, und jetzt machen wir das, was wir eben eigentlich machen sollten. Erst mit den Glitzerstiefeln angreifen. Und dann holen wir unseren Glitzerhammer raus. Das wird was, Leute. Das wird was. Glitzerstiefel Attack des Todes. So, jetzt kommt er auf den Boden. Nee, hä? Jetzt ist er einfach zu dick, um auf den Boden zu gehen, oder was? Oh Mann, ich mach alles falsch bei diesem Boss. Nee. Und jetzt ist er bestimmt richtig fett. Und ja, er ist jetzt voll. Sibo!
50 Damage! Hätte ich mich nicht geheilt, wäre ich einfach tot. Oh, puh, diese Welle war gigantisch und es war ganz bestimmt nicht die letzte. Aber er ist auf dem Boden. Wir müssen uns irgendwie schützen, bevor die nächste Welle über uns hinwegschwappt. Oh, aber guck mal, der Angriff scheint das Wasserpack mit Turner Chef zu haben. Das ist unsere Chance. Habe ich auch gerade gesagt, aber gut. Das ist auf jeden Fall heilend. Das scheinen größere Herzen zu sein. Die heilen dann wahrscheinlich voll. Ein bisschen lame, dass es die hier wieder gibt. Wenn das natürlich angreift, dann sieht das sehr, sehr schlecht aus. Hört ihr übrigens, wie die Musik gedumpft ist oder gedämpft ist, weil wir kaum noch Leben haben. Ich greife ihn auf jeden Fall zweimal mit dem Hammer an, weil das soll man ja machen, wenn er auf dem Boden ist. So, das erste Mal. Hammer Attack! Ja, 16 Damage ist aber auch nicht so viel. Also klar, fast doppelter Damage, als wenn wir nur auf ihn raufspringen, aber so krass ist das jetzt auch nicht. Er ist zu erschöpft. Okay, wir haben noch eine Chance, ihn anzugreifen. Das ist ja ein bisschen dumm von ihm, ne? Das ist ja dann wie so ein Hyperstrahl. Muss da ein Pokémon nicht auch erstmal warten, bis er irgendwas macht? Nee, dann muss den Hyperstrahl einfach nur aufladen, ne? Oh Mann, und so länger dieser Kampf geht, umso schwerer wird er einfach. So wie es jetzt ist, ist eigentlich ganz geil. Ich lasse das so. Und pack einfach noch einen Angriffsteil dazwischen. Oh. Und wir heilen uns sogar, wahrscheinlich sogar voll. Ne? Ne? 50 Leben, okay. Immerhin. Doppelter Damage. Bow, bow. Hä? Okay, wieso machen wir den jetzt plötzlich? Ach so, wegen doppelten Damage. Ja. Das macht vollkommen Sinn. Und jetzt ist er auch wieder auf dem Boden. War das jetzt nur, weil er so richtig fett war? Oh, ich habe jetzt gar nicht geblockt, egal. Dass er nicht auf den Boden gegangen ist, als wir ihn eben einmal angehittet haben. Also wirklich alles falsch gemacht in diesem Kampf, was man falsch machen konnte, glaube ich. Aber noch bin ich nicht tot. Ein Glück ist dieses Spiel kinderfreundlich. So, okay, das wird der Angriff des Jahrtausends, Leute. Guck mal. Wir holen zum einen doppelten Schaden, dann holen wir noch eine zweite Aktion und können ihn einfach angreifen. Also wenn er jetzt nicht stirbt, dann weiß ich auch nicht. Und er ist schon auf dem Boden. Ja, auf jeden Fall. Die ganze Zeit nur Glitzerhammer auf ihn. Die ganze Zeit. Mit doppelten Damage. Das macht über 30 Damage. Okay, wenn man natürlich richtig hitten würde, dann würde es über 30 Damage machen. Nee, 29. Okay, gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Aua, Flügelklatscher. Der hat aber schön viele Attacken. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Attacken von ihm gesehen. Das finde ich nett. Der kleine, süße Fratz ist ein bisschen fett geworden. Da komm, wir gehen auch nochmal sicher. Holen doppelten Damage. Ob das jetzt nochmal sicher ist? Bin ich mir gar nicht so sicher. Die Faltkreise bringen anscheinend nicht so viel, wenn er nicht auf dem Boden ist. Deswegen, hier geht's. Ich gehe auch nochmal sicher und nutze die Faltkreise einfach nicht. Und ich bleibe dabei, es sind immer noch viel zu viele von diesen Herzen auf dem Spielfeld. Das macht das einfach viel zu einfach. Langt nicht. Tja, doof das. Aber ein bisschen lame, dass das hier auch immer dasselbe ist, ne? Guck mal, ich habe die jetzt, keine Ahnung, 3 oder 4 Mal gleich angeordnet und es hat immer funktioniert. Aber dieser Boss war auf jeden Fall schon schwerer als die anderen Bosse. Das kann man nicht abstreiten. Und wir wissen ja, dass wir ihn nicht mit dem Hammer knüdeln können. Deswegen werden wir ihn 2-mal anspringen, obwohl 1-mal anspringen wahrscheinlich sogar schon langt. Ja. Bam! Explosive. Doch, war ein schöner Kampf. Am Ende ein bisschen repetitiv, aber ich fand die trotzdem ganz nett. Und schade, dass wir diese Pergamentoren-Dinger nicht richtig einsetzen konnten. Tut mir leid, nein, ich mag doch Drachen, vor allem blaue Drachen mit eiskaltem Blick. Oh nee, bitte nicht explodieren. Er wird zu einem Faltkreis. Und wieder ein Buch. Ja. Sind da meine neuen Yu-Gi-Oh!-Karten drin? Oh nein, sieh mal, Mario, das Wasser-Pergamenton hat sich auch in eine Faltbibel verwandelt. Faltfibel, nicht Bibel. Ja, dann, Olivia, du wirst jetzt zu meinem Optimus Prime und kannst dich zu Alt-Pergamentons verwandeln. Olivia, digitiere zum Wasser-Pergamenton! Da kann man nichts gegen sagen. Das ist immer noch cool. Die Animation haben sie sehr, sehr gut gemacht. Olivia guckt irgendwie netter als der echte Wasserpergamenton, oder? Na, wie sehe ich aus? Cool oder haben wie das Wasserpergamenton? Tja, puh, ich fühle mich wie ein Blatt Löschpapier. Ich laufe über. Vorsicht! Komischer Drache, der Wasserspeit. Ja, toll. Damit haben wir die zweite Fähigkeit bekommen. Ja, auf zum ausgetrockneten See. Und
Bobby hat uns überhaupt nicht geholfen bei dieser ganzen Scheiße hier. Er hat uns nur in den Tempel gelassen. Mit dem passiert bestimmt auch noch irgendwas. Dann werden wir beim nächsten Mal natürlich den See füllen und gucken, was hier noch so abgeht. Warte mal, kann ich jetzt da unten eigentlich auch irgendwie was machen? Ist hier vielleicht irgendwo so ein Wasser-Pergament-Torn-Teil? Weil da unten ist immer noch eine Schatzkiste, an die ich nicht rankam. Okay, alle Gegner hier unten zu vernichten, hat es leider auch nicht gebracht. Sehr merkwürdig. Wie kommt man da rein? Ein unsichtbarer Block ist hier! Dann sind hier bestimmt noch mehr unsichtbare Blöcke. Oh mein... Okay, wie soll man denn darauf kommen? Okay, von mir aus. Unsichtbare Blöcke, alles klar. Und eine weitere Schatztruhe mit einem Herzchen drin. Kapimax plus Herz. Das passt, weil der Toad, der hier vorne drin war, damit haben wir auch alle Schätze hier gefunden, hat uns ja auch ein Kapimax plus gegeben. Okay, da sind einfach unsichtbare Blöcke. Und man hätte drauf kommen können, weil hier im Boden fehlt so ein Steinding. Könnt ihr das sehen? Also hier links und rechts. Ups, falsche Taste. Geht da so ein Steinteil hoch und da, wo die Blöcke fehlen, halt nicht. Sieht man, ne? Ja, sieht man. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch im Tempel des Wasser-Pergamenton. Ich glaube, ein grundloses Loch müssen wir noch reparieren und ein Fragezeichenblock irgendwo abräumen, das man halt nicht sieht. Da gehen wir doch nochmal kurz auf Erkundungsjagd, ob wir davon irgendetwas finden. Also zumindest dieses grundlose Loch sollte easy peasy zu finden sein. Ich vermute, es wird in diesem Raum hier drin sein, weil mir ist beim Schnitt aufgefallen, dass es hier natürlich diese ganzen Steine gibt. Und auf diesen Stein kann man natürlich einfach raufhüpfen, wenn man sie nicht kaputt machen würde. Das heißt, ich muss jetzt... Da ist auf jeden Fall das grundlose Loch. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie da hochkommen. So, hier war eine Treppe, genau. Hier war eine Treppe und dann kann ich da einfach rüberhüpfen. Krieg ja noch einen Block. Zählt das auch als Blöcke, die man abgeräumt hat? Wahrscheinlich schon, oder? Das war auf jeden Fall das letzte grundlose Loch. Das habe ich jetzt extra für Chris gemacht, ganz klar. Okay, die Fragezeichenblöcke dazu zählen auch die, die man sieht tatsächlich. Ah, okay, das ist ja sehr interessant. Dann können wir auf jeden Fall noch die 100 Münzen hier mitnehmen, weil warum nicht? Da links waren wir schon drin, das heißt, da müssen wir nicht nochmal hin. Ein Fragezeichenblock ist noch irgendwo, den ich nicht mitgenommen habe. Der kann halt legit überall sein und leider auch versteckt. Ihr könnt bei dabei mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn diesen Boss fandet. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also ob ihr da eine Meinung seid mit mir, was ich gesagt hatte zu dem Boss, oder ob ihr da eine andere Meinung hattet, ob ihr euch was anderes vorgestellt hattet bei den Bossen. Das würde mich wirklich mal interessieren. 3 Tage später. Okay, ich habe davon da oben gerade was gesehen, wo eventuell der Block versteckt sein könnte. Genau hier. Wisst ihr warum? Weil da genau so eine Blockgröße einfach fehlt. Ja, what the fuck? Auf so Kleinigkeiten muss man einfach achten. Ich bin die ganze rechte Seite abgegangen, aber hier ist das einfach... So, damit haben wir den ganzen Wassertempel dann auch abgehakt. Haben alles gefunden, 100%, alles voll. Klein Sternchen haben wir bekommen. Ich glaube, das ist die erste... Ja. Der erste Abschnitt, wo wir wirklich alles gefunden haben. Nice, Wassertempel, müssen wir nie wieder rein. Yes. Gut, dann würde ich aber sagen, was ist mit dieser Folge? Ich werde jetzt versuchen, in den nächsten Abschnitten immer alles zu finden, aber halt erst am Ende irgendwie. Dann so im Schnelldurchlauf, so wie hier halt einfach. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.